Radio SAW Airplay. Oh, das ist Lorraine. Sprich, die Frau, die in diesem Jahr den Eurovision Song Contest für Schweden gewonnen hat. Neulich war sie hier bei uns im Funkhaus. Bilder gucken auf radiosavi.de. Yeah, it's a real pleasure she's here. Lorraine, hello. Hello. And it's correct to say Lorraine or not Lorraine? Actually, Lorraine is Swedish. But to be honest, it's Lorraine. Lorraine? Yeah, I know it's confusing with double E. Oh, now I'm learning. Lorraine, okay. Ja. Man lernt's nie aus. Ja, als die Lorraine hier bei uns im Funkhaus war, da hat sie uns auch verraten, dass das eigentlich ja gar nicht das große Ziel war, den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Yeah, because I didn't know that much about the Eurovision Song Contest. Ich wusste ehrlich gesagt nicht viel über den Eurovision Song Contest. Ich habe kaum ferngesehen und schon gar nicht eine solche Sendung. Am Anfang war es kein großer Traum für mich, nein. It was never a huge dream like that. Ja, und dann war es natürlich auch ein ganz langer Weg, um dort überhaupt anzutreten. Well, you mean the first time I participated in Eurovision or Melody Festival? Du meinst, als ich das erste Mal beim Eurovision Song Contest teilgenommen habe? Oder wie es in Schweden heißt, Melody Festival? Das war in der Tat mein erster Schritt als Künstlerin mit einem eigenen Song. Und es war für mich auch nicht der Contest, um den es hier ging. Es war vielmehr das, wofür ich stehe, was ich sein und zeigen wollte. Ich als Künstlerin. Und deshalb war es mir auch egal, was andere wollten, sondern dass ich das Wichtigste war, meine Performance so war, wie ich das wollte. Und so war sie am Ende auch. The most important thing was that the performance was the way I wanted to be. It was. Und dann muss das doch ein Wahnsinnsgefühl gewesen sein, vor Millionen von Menschen beim Eurovision Song Contest aufzutreten. That was a very strange and amazing feeling at the same time. It was mixed. Das war zu gleichen Teilen ein befremdliches, aber auch unglaubliches Gefühl. Es war gemischt. Ich musste während meines Auftritts an so viele Dinge denken, aber als ich dann kapiert hatte, dass ich da wirklich auf der Bühne stehe, waren es so unglaublich viele verschiedene Gefühle, die durch meinen Körper geschossen sind. I got it. It was a mixture of all emotions running around in my body. Ja, die war ja neulich hier bei uns im Radiosavi Funkhaus. Lorraine aus Schweden. Die Bilder könnt ihr euch gerne anschauen bei uns im Netz auf radiosavi.de. Und vielleicht habt ihr sie ja auch schon mal tanzen sehen in einem ihrer Videos oder beim Eurovision Song Contest. Dann wisst ihr, die hat so einen ganz eigensinnigen Stil zu tanzen. Ja, sieht ein bisschen aus wie Capoeira, dieser brasilianische Kampfsport. You know, I'm not a dancer from the beginning and the whole point of me dancing was... Weißt du, ich habe gar nicht von Anfang an getanzt. Es sollte dann aber Freiheit symbolisieren. Es ist also weniger Capoeira. Es ist kein spezieller Tanz. Wir haben uns da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Es ist einfach so passiert. Wir haben nicht gesagt, komm, lass uns ein bisschen Hip-Hop und Ballett mischen. Wir haben das einfach getan, was sich richtig anfühlt. Aber danke, Capoeira gefällt mir. But thank you, Capoeira is nice. Yes. Und angeblich lebt sie ja ohne einen Fernseher und ist auch nicht bei Facebook. Ist denn so ein Leben überhaupt möglich, ja? Ohne Fernsehen und ohne Facebook. It's possible. I do though have a fan page on Facebook. That's a rumor. But I don't own a television. You know, it's because it takes a lot of your time, you know, instead of... Es ist möglich, aber ich habe eine Fanseite bei Facebook, auch wenn es Gerüchte gibt, dass ich das verweigere. Aber ich schaue kein Fernsehen. Ich finde, dass einem das wertvolle Zeit stiehlt. Zeit, in der man wunderschöne Momente erleben könnte. Das Einzige, was man sich ansehen kann, ist so etwas wie der Eurovision Song Contest oder ein paar vereinzelte Shows. Also ab und an mal. Aber nicht dieses stundenlange Geglotze jeden Tag. Wir leben doch nur einmal. Deshalb besitze ich auch gar keinen Fernseher. Once or do we? But I still try to seize it instead. At least that's why I don't have a television. Und falls ihr euch fragt, von wem reden wir hier eigentlich? Ja, natürlich. Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2012 für und aus Schweden. Lorraine, ja? Und Musik ist jetzt nicht nur einfach etwas zum Hören für sie, ne? It's a power, you know. My tribe, where I come from in Morocco,
we use music differently from it's not all. Sie ist Kraft. Ich habe marokkanische Wurzeln und in Marokko wird Musik nicht ausschließlich gemacht, um Menschen zu unterhalten. Musik ist eine Möglichkeit, schlechte Energien aus dem Körper zu bekommen. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, ist Musik sehr wichtig. Dann spielst du die Trommeln. Wir nehmen Musik sehr ernst. Genauso ist es doch auch bei schönen Dingen wie einer Hochzeit oder einem Geburtstag. Musik ist dafür da, etwas zu verarbeiten, aber auch um etwas Positives, Neues zu kreieren. Und wenn wir in der Geschichte zurückschauen, Musik ist schon lange auch sehr politisch. Sie hat die Kraft, Menschen zu beeinflussen. Mehr als wir manchmal denken. Wenn ich singe und schreibe, denke ich oft daran, was ich mit dem Song eigentlich sagen will und was ich für ein Gefühl transportieren möchte. Es ist also eine gewisse Verantwortung. What is the main reason why I'm writing the song and what do I want people to feel? And it's a responsibility also. Ja, und jetzt gibt's nicht nur ihre Hymne Euphoria, jetzt gibt's plötzlich ein ganzes Album, das heißt Heal. Actually, some of the songs already, they were made last year. And some of them were written. Viele Lieder sind schon letztes Jahr entstanden und einige dann noch nach der Zeit in Baku. Es sind nicht alles wahre Geschichten oder Geschichten über mich, aber die meisten. Es ist ein sehr persönliches Album, sehr dynamisch, eine Mischung aus Elektro und organischen Teilen. Ich arbeite gern mit Beats und der Grund, warum ich das Album Heal genannt habe, ist der Widerspruch im Leben. Die Geschichten auf dem Album sind sehr düster und emotional und handeln von Herzschmerz, Akzeptanz und Unterschied. In Beziehungen. Im letzten Song des Albums geht es um die Wahl, die man im Leben hat. Man kann selbst entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte. Deshalb habe ich den letzten Song und auch das ganze Album Heal genannt. So, and the last song is about choosing what side you want to go, moving on. That's why I call the last song Heal. It wraps up the whole album. And I call the album Heal also. Hat uns ja neulich besucht hier im Radiosavi Funkhaus Loren aus Schweden. Die Frau, die in diesem Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Und könnt euch gerne die Bilder anschauen auf radiosavi.de. Und sie sagt selbst, sie ist kein Hollywood-Girl. Und sie mag das auch nicht, dieses Leben mit Ruhm und Luxus. Obwohl sie doch dieses Leben jetzt mittlerweile führt, oder? Not really. I can't really say I live in the... It depends on what glory means. Mhm. Nicht wirklich. Es kommt doch darauf an, was Ruhm bedeutet. Ich versuche das so zu sehen, dass ich durch das, was ich mache, die Möglichkeit habe, Leute zu erreichen. Die hören mir zu und folgen mir. Ich will das auch für etwas Gutes nutzen. Ansonsten würde ich hier nicht sitzen, wenn ich nicht etwas zu sagen hätte. Ich denke also, Berühmtheit ist, was Berühmtheit ist. At all, if I didn't think I have something to say. So... Fame is what fame is. Ja, das ergibt doch einen Sinn. Ne? Die neue Single heißt übrigens My Heart is Refusing, obwohl die jetzt auch schon ein bisschen älter ist. It actually was written last year, but I reproduced the song. Der Song wurde auch schon letztes Jahr geschrieben, aber ich habe es nochmal neu gemacht, etwas kraftvoller mit mehr Beat. Es ist ein tolles Lied, ich liebe es und es liegt mir echt am Herzen. It's a lovely song and I love it, it's very close to my heart. Loreen, thanks for being here. Thank you for having me. We wish you luck for the next years and I hope you sell so many records here in Germany. Oh, thank you, man. Thank you. Fragen zur Airplay? Eure Mails an info@radiosaw.de.